Hallo liebe Studierende, herzlich willkommen zur Kurseinheit 2 der Lehrveranstaltung Einführung in die BWL. Nachdem wir in Einheit 1 grundlegende Begriffe und Sachverhalte geklärt haben, geht es jetzt direkt ran an das Unternehmen als Untersuchungsgegenstand der BWL. Wir knüpfen heute an dem an, was wir in der letzten Einheit als Ursprung jeglicher wirtschaftlicher Aktivität kennengelernt haben, dem Kunden und seinen Bedürfnissen. Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, entwickeln und produzieren Unternehmen Produkte und Dienstleistungen. Das allein reicht aber nicht aus, um daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Dafür bedarf es zusätzlich einer guten Geschäftsidee und darauf aufbauend der Entwicklung eines nachhaltig erfolgsträchtigen Geschäftsmodells. Um ein Geschäft aufzubauen, brauchen Sie zunächst einmal also eine Idee. Ganz egal, ob Sie als Start-up-Unternehmer eine neue Firma gründen oder innerhalb eines bestehenden Unternehmens das Leistungsangebot weiterentwickeln wollen. Eine bloße Idee ist aber noch keine Geschäftsidee. Dazu bedarf es auch der Möglichkeit, mit dieser Idee Geld zu verdienen. Auf den ersten Blick wird das für viele der Ideen, die Ihnen einfallen, zutreffen. Doch wie können Sie effizient entscheiden, auf welche der Ideen Sie Ihre Energie konzentrieren sollen? Dabei hilft Ihnen ein Schnelltest. In diesem wird anhand mehrerer Kriterien mit überschaubarem Aufwand das Potenzial einer Geschäftsidee abgeprüft. Eine vielversprechende Geschäftsidee sollte dabei mindestens die folgenden 4 Eigenschaften aufweisen. Erstens und am allerwichtigsten einen eindeutig erkennbaren Kundennutzen. Zweitens, die Geschäftsidee sollte auf eine ausreichend große Zahl potenzieller Kunden treffen. Drittens, sie muss einen ausreichend hohen Innovationsgrad haben, also genügend neuartig sein. Und viertens muss die Geschäftsidee sowohl technisch als auch ökonomisch umsetzbar sein. Erst wenn Sie einen Haken hinter diese 4 Kriterien machen können, sollten Sie Ihre Geschäftsidee weiterverfolgen. Um auch bei Kapitalgebern gute Chancen auf eine Finanzierung zu haben, sollte Ihr Geschäftskonzept weiterhin einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufweisen und von einem kompetenten Managementteam umgesetzt werden. Selbstverständlich können Sie dabei auch Veränderungen an Ihrer Idee vornehmen. Die Entwicklung eines neuen Produktes oder Leistungsangebotes hat nämlich immer sehr viel mit Ausprobieren, Testen mit potenziellen Kunden und anschließender Modifikation zu tun. Mehr zum Thema Schnelltest von Geschäftsideen finden Sie in folgendem Lehrvideo. Eine potenzialträchtige Geschäftsidee allein reicht aber nicht aus, um eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmung aufzubauen. Dazu braucht es zudem ein solides Geschäftsmodell. Unter einem Geschäftsmodell versteht man das Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und erfasst. Ein gutes Produkt allein reicht heute in der Regel nicht mehr aus, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Steven Elop, der frühere CEO von Nokia, hatte das richtig erkannt, als er den einstigen klaren Weltmarktführer für Mobiltelefone von Konkurrenten bedrängt sah. Er merkte dazu Folgendes an: Unsere Wettbewerber nehmen uns nicht mit ihren Endgeräten Marktanteile ab, sie tun dies mittel eines gesamten Ökosystems. Trotz qualitativ ordentlicher Produkte konnte Nokias Mobilfunksparte den Fall nicht aufhalten. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Nokia zu spät auf die umfassende Herausforderung durch Konkurrenten wie Apple oder Googles Android-Ökosystem reagiert hatte und deren durchschlagenderen Geschäftsmodellen nichts Adäquates entgegenzusetzen hatte. Angesichts der grundlegenden Bedeutung von Geschäftsmodellen für den Unternehmenserfolg sollte deren Entwicklung systematisch betrieben werden. Ein sehr gutes Tool zur systematischen Entwicklung und Veranschaulichung von Geschäftsmodellen ist der von Osterwalder und Pigneux erdachte Business Model Canvas. Business Model Canvas bedeutet wörtlich übersetzt die Leinwand des Unternehmers,
der sein Geschäftsmodell aufmalt. Er besteht aus 9 Elementen. Sinnvoll ist es ganz rechts, mit den Kundensegmenten zu beginnen. Welche Kunden und Nutzer sprechen Sie mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung an? Und was erwarten diese Kunden wirklich von der Inanspruchnahme Ihres Produktes? Das tiefe Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden ist die Grundlage jedes erfolgreichen Geschäftsmodells. Als nächstes müssen Sie ein zu den einzelnen Kundenbedürfnissen passendes Wertangebot entwickeln. Als drittes müssen Sie sich damit auseinandersetzen, wie und über welche Kanäle Sie die einzelnen Kundensegmente erreichen. Als vierten Aspekt müssen Sie die Art der Kundenbeziehungen zu den einzelnen Segmenten ausgestalten. Handelt es sich um persönliche oder automatisierte, auf Neukundenakquise oder Bestandskundenpflege ausgerichtete Maßnahmen? Als fünften und letzten Aspekt auf der kundenzugewandten Seite des Canvas werden die Einnahmequellen beleuchtet. Wie viel sind die Kunden bereit zu zahlen und wofür genau? Handelt es sich um einmalig anfallende oder wiederkehrende Umsätze? Mit dem sechsten Schritt beginnt die auf die Leistungserstellung fokussierte Betrachtung innerhalb des Canvas. Zunächst müssen Sie ermitteln, welche Ressourcen für Ihr Geschäftsmodell genau gebraucht werden. Welche davon sind absolut notwendig? Das Gleiche gilt im Hinblick auf die bei der Leistungserstellung durchzuführenden Aktivitäten. Welche müssen Sie besonders gut beherrschen und welche sind essentiell? Als nächstes geht der Blick aus dem eigenen Unternehmen hinaus auf Ihre Geschäftspartner. Wer kann Ihnen bei der Umsetzung Ihres Geschäftsmodells helfen? Welche Partner oder Zulieferer davon sind besonders wichtig für Ihren Erfolg? Zum Schluss betrachten Sie noch die Kosten, die bei der Umsetzung Ihres Geschäftsmodells anfallen. Wie ist deren Struktur und was sind die wesentlichen Kostentreiber? Ein letzter inhaltlicher Punkt. Trotz aller Systematik in der Planung ist nie vorher absehbar, ob ein Geschäftsmodell auch tatsächlich erfolgreich ist oder nicht. Das beweist sich erst in der Praxis beim Kunden. Gerade angesichts der zunehmend hohen Dynamik in vielen Branchen ist es daher zwingend erforderlich, in Bezug auf das Geschäftsmodell flexibel zu bleiben. Ein Geschäftsmodell ist nie in Stein gemeißelt, sondern unterliegt ständiger Veränderung. Wie Sie darauf reagieren können, dazu bietet das Konzept des Lean Startup wertvolle Ansätze. Ganz knapp formuliert besteht der wesentliche Grundgedanke dieser Methodik darin, dass Sie ein neues Produkt vor der Markteinführung bewusst nicht perfekt zu Ende entwickeln, sondern als sogenanntes Minimum Viable Product schnellstmöglich durch Tests in der Wirklichkeit überprüfen. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten in der Entwicklung. Das dabei gewonnene reale Feedback echter Kunden ist das ehrlichste und damit wertvollste, das Sie bekommen können. Auf Basis dieses Feedbacks können Sie dann entscheiden, ob Sie weitermachen und durch Umsetzung der Kundenwünsche Ihr Produkt verbessern oder alternativ das Produkt einstellen. Dies wird dann nicht als Scheitern im negativen Sinne begriffen, sondern als frühzeitiges Abbrechen eines Versuchs, der deutlich weniger Aufwand gekostet hat, als wenn Sie das Produkt bis zur Perfektion zu Ende entwickelt hätten und erst dann der Kundentest negativ ausgefallen wäre. Auch wenn das Basislehrbuch den weitaus größten Teil des Inhalts dieser Lehrveranstaltung abdeckt, so empfehle ich für diese Kurseinheit ergänzend das Buch Business Model Generation von Alexander Osterwalder und Yves Pigneux. Weitere Informationen zum Konzept des Lean Startups finden Sie zum Beispiel im Buch The Lean Startup von Eric Ries. Dabei würde ich empfehlen, dieses Buch in der Originalversion zu lesen oder das angegebene Lehrvideo anzusehen. So, das war's auch schon wieder mit der zweiten Lehreinheit unserer Einführung in die BWL. Bitte arbeiten Sie wie jedes Mal den Stoff aktiv in der angegebenen Literatur nach und lösen Sie die beiden Aufgaben. Beachten Sie bitte, dass die letzte Aufgabe aus 2 Teilen besteht, die Sie beide bearbeiten sollten. Ich freue mich schon darauf, Ihre Lösungsvorschläge mit Ihnen zu diskutieren, sage Tschüss bis zum nächsten Mal und bleiben Sie der BWL gewogen.